Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 489. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor und den Rest der ersten Duineser Elegie von Rainer Maria Rilke. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, und als Thema für die heutige Episode habe ich mir ausgesucht Kaffeesatzfotografie. Warum denn das? Und warum soll das ein Thema sein, worüber ich ausreichend viel erzählen kann, um so eine Episode zu füllen? Mal gucken, wie gut ich die Episode füllen kann. Aber der Grund ist, dass ich auf Instagram angefangen habe, meinen Kaffeesatz zu veröffentlichen. Das war so eine fixe Idee mal wieder. Und manchmal passieren ja mir fixe Ideen. Warum heißt es eigentlich fixe Idee? Interessant. Also mit fixe Idee meine ich so eine Spinnerei oder so eine spontane Eingebung, die eigentlich auch ein bisschen blöd ist, die man dann mal macht. Und daraus kann dann ja was werden. Wie zum Beispiel den Einschlafen-Podcast. Das war auch eine fixe Idee. Einfach mal, ja, mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. Und siehe da, 10 Jahre später, nein, also schon viel früher, aber jetzt nach 10 Jahren muss ich feststellen, diese fixe Idee trägt. Ist eine gute Idee, die funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Kaffeesatzfotografie eine ähnlich gute fixe Idee ist, wie das mit dem Einschlafen-Podcast. Ich glaube eher nicht. Und dann hängt es ja auch noch daran, ob man das selber weiterführen will oder nicht. Aber ich habe eines Tages in meinen Kaffeebecher reingeguckt und jetzt sind wir wieder bei der Episode zum Thema Kaffee. Eine der erfolgreichsten Einschlafen-Podcast-Episoden übrigens. Ich gucke mal eben nach, welche das ist. Einschlafen-Podcast-Kaffee. Nummer 470. Vor einem halben, vom Dreivierteljahr, am 7.7.2020 habe ich Kaffee und Kant veröffentlicht. So, und ich habe so verschiedene Arten und Weisen, wie ich meinen Kaffee mache. Und bei einigen davon, eigentlich bei den meisten davon, bleibt ein bisschen Kaffeesatz unten im Becher. Im Moment mache ich am häufigsten meinen Kaffee mit der Aeropress Go. Das ist ein kleiner Kaffeezubereiter aus Plastik von den gleichen Leuten, die diesen Wurfring, wie heißt Aerobie, genau. Aerobie ist so eine Art Frisbee als Ring, ein großer Ring. Und der fliegt wahnsinnig weit und gut. Das macht richtig Spaß, mit dem Aero zu spielen. Und die gleiche Firma hat irgendwann angefangen, Kaffeezubereiter herzustellen. Ich weiß nicht genau, wie die auf diese fixe Idee gekommen sind. Zumindest ist das so ein Tubus, wo man unten einen Filter rauf schrauben kann. Also so ein kleines Sieb mit entweder Papier oder Metallfilter drin. Und dann gibt es einen Stempel, mit dem man, also tut man Kaffee in diesen Tubus rein, füllt Wasser rein und dann kann man mit einem Stempel den Kaffee durch den Filter durchdrücken. Und das ist äußerst erstaunlich, wie schnell das geht. Interessanter, also meistens bin ich damit schneller als, also die Verweilzeit, wie erkläre ich denn das? Verhaspel. Also, wenn ich Kaffee in der French Press mache, das kennt ihr ja vielleicht auch, das ist einfach eine Kanne, da tut man Kaffee rein, gemahlenen Kaffee rein und dann tut man da Wasser rein und dann wartet man, ja, in der Regel warte ich bei der French Press so 2-3 Minuten und dann drückt man den Kaffee nach unten runter mit so einem Siebstempel sozusagen und oben bleibt halt der dann hoffentlich gefilterte Kaffee übrig. Das mache ich auch ab und zu, wenn ich 2-3 Kaffee trinken möchte. Ich habe davon Coffeegator, so eine ganz nette French Press Kanne, die gleichzeitig auch eine Isolierkanne ist. Also die ist halt aus mit doppelwandigem Metall und darin bleibt der Kaffee relativ lange warm. Und das ist eine sehr praktische Sache. Meistens sind so French Press Kannen ja eher aus Glas, Bodum oder sowas. Hatten wir auch früher mal und jetzt bin ich aber auf diese Coffeegator umgestiegen und das ist halt praktisch, wenn ich mir morgens vor der Homeoffice-Arbeit einen Kaffee machen möchte und ich weiß, ich möchte aber 2 oder 3 Kaffee trinken, dann benutze ich das häufig genug. Will ich aber auch nur einen Kaffee trinken oder ich weiß, wenn ich den zweiten Kaffee trinken möchte, kann ich ihn mir auch dann wieder frisch machen und dann nehme ich eben diesen
Aeropress. So, wenn ich in der Aeropress Wasser rein tue, dann mache ich ein bisschen Wasser rein und schwenke einmal, dass es schön alles eingeweicht ist und lasse es kurz aufblühen, die Blumenphase. Und wenn es dann quasi alles so ein bisschen den Kaffee das Wasser aufgenommen hat, also wenn der Kaffee aufgequollen ist, dann fülle ich die Wassermenge ein, die ich möchte. Und lass es dabei gut aufwirbeln, sodass es halt sich gut verteilt. Und dann dauert es, also das Blumen dauert 10 Sekunden und dann nach 30 weiteren Sekunden ist der Kaffee fertig und ich kann ihn unten rausdrücken und das schmeckt fantastisch. Kommt natürlich auf die Kaffeesorte an und auf, ob es dann auch gut gemahlen ist und keine Ahnung was. Aber also ja, wie Kaffee schmeckt, hat ja viele Faktoren. Aber die Zubereitungsart ist sicherlich eine davon und bei der Aeropress bin ich immer wieder begeistert, wie schnell das geht und wie einfach und dass es dann eben auch ganz schnell zu reinigen ist. Wenn man fertig ist, dreht man den Filter ab, drückt dann den Stempel ganz durch und der Puck fällt sozusagen einfach dann raus, direkt in den Kompostbehälter und dann spült man den Stempel einmal ab und dann das Sieb einmal ab und fertig ist die Kiste. Also das ist einfach sehr, sehr schnell, sich damit einen Kaffee zu machen. So, warum erzähle ich das? Also, weil, wenn ich da das Metallsieb benutze, das muss ich dann natürlich auch nochmal abspielen, aber das ist halt so ein bisschen grober als die Papierfilter, dann kommt ein bisschen was von dem Kaffeesatz doch durchaus noch mit in die Tasse. Ne? Und wenn ich die French Press benutze, dann kommt sogar relativ viel Kaffeesatz noch mit in die Tasse, weil dieser Filterstempel quasi bei der French Press halt ja auch ein Metallsieb ist und das ist dann nicht so fein wie ein Papierfilter und ja, da ist dann halt einfach ein bisschen Kaffeesatz mit drin. Wenn ich meine Chemex-Kanne benutze, dann ist da ein schöner dicker Papierfilter und dann habe ich halt gar keinen Kaffeesatz in der Tasse. So, wenn ich aber Kaffeesatz in der Tasse habe und dann den Kaffee ausgetrunken habe, dann ist mir irgendwann aufgefallen, so, wenn dann noch ein bisschen Flüssigkeit übrig ist und ich dann den Kaffeebecher hochnehme, um reinzugucken, wie viel denn noch drin ist, und ich dann sehe, ach, war ja schon fast ausgetrunken, und dann zieht die Restflüssigkeit auf dem unten abgesetzten Kaffeesatz seine Bahn, dann entstehen relativ häufig ganz hübsche Muster unten in meinem Kaffeebecher drin. Und die sehen ganz häufig so aus wie ein Wald oder wie ein Gebirge oder wie eine Tropfsteinhöhle oder sowas. Und das fand ich dann irgendwann so schön, dass ich einfach ein Foto davon gemacht habe. Also einfach mit der Handykamera schön zentral oben in den Becher rein fotografiert, quadratischer Ausschnitt. Und dann habe ich das einfach mal auf Instagram gepostet. Und schwupps war ich Kaffeesatzfotograf. Denn das kam da ziemlich gut an. Es gab ganz, ganz viele Leute, die dann kommentiert haben und gesagt haben, was sie dann darin erkennen. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Vor allem eine Hörerin hat dann bei jedem dieser Bilder, das ich gepostet habe, der Grimm gepostet. In Anlehnung natürlich an Harry Potter und der dritte Teil. Wie heißt er denn mit dem... Na, wie heißt denn der dritte Teil von Harry Potter? Na, ist ja auch egal. Da gibt es halt diese Szenen, wo sie... oben bei der Lehrerin für Hellsehen. Meine Güte, ist das lange her, dass ich das zuletzt geguckt oder gehört oder gelesen habe. Ist ja auch ein relativ altes Buch. Wie auch immer, zumindest gibt es da halt den Grimm und der Grimm ist ein Symbol für den nahenden Tod oder große Gefahr. Und es wird halt immer der Grimm gesehen beim, ich glaube, da geht es um Teeblätter, nicht um Kaffeesatz. Aber theoretisch kann man natürlich versuchen, aus dem Kaffeesatz oder aus dem Tee, aus den Teeblättern oder aus irgendwas, was irgendwelche zufälligen Strukturen hat, irgendwas rauszulesen. Und es gibt auch den Begriff der Kaffeesatzleserei, wenn man quasi despektierlich über die vermeintliche Fehlinterpretation zufälliger Begleitumstände
wenn man da daraus irgendwas ablesen will. Ach, das ist doch Kaffeesatzleserei, sagt man, wenn man behaupten möchte, dass, dass bestimmte Argumentationsketten eben Aberglauben sind. Und deswegen bin ich auf dieses Thema gekommen, Aberglauben und Kaffeesatzfotografie und Kaffeesatzleserei. Ich finde es schön. Also, nein, ich finde nicht Aberglauben schön, aber ich mag diesen inspirierenden Aspekt der Kaffeesatzleserei. Also, wenn ich diese Fotos poste auf Instagram, ihr könnt ja gerne mal gucken, instagram.com/tobibayer. Da sind nicht nur Kaffeesatzfotos, aber immer mal wieder. Und die Kommentare sind halt eigentlich immer ganz lustig. So. Was die Leute so da drin erkennen. Ich frage mich natürlich auch immer, in welcher Ausrichtung ich das Bild dann eigentlich posten soll. Das ist ja eigentlich rund, also der Boden von einem Kaffeebecher ist ja rund. Und dann kann ich das ja beliebig drehen. Meistens mache ich so eine vertikale Anordnung der Linien, sodass es dann eben nach Wald aussieht. Aber es kann man ja durchaus drehen. Und das ist immer ganz lustig, dann zu gucken, was dann da für Kommentare kommen. Und ganz prinzipiell am Thema Aberglauben. Und das hatten wir auch schon mal in der Episode Numerologie. Ach ja, das ist die 404. Ja, sehe ich hier gerade. da habe ich ausgehend davon, dass das die 404. Episode war, drüber gesprochen. Erstmal habe ich den HTTP-Error-Code 404 erklärt, Seite nicht gefunden oder Ressource nicht gefunden. Und dann habe ich, glaube ich, erzählt, dass ich durchaus häufig, wenn ich so Zahlen sehe wie 404 oder wie die 23 oder 42, versuche von diesen Zahlen irgendwas abzuleiten. Ne? Also wenn ich in Amerika zu einer Hausnummer 404 muss, in Deutschland gibt es wenige so lange Straßen, in Amerika sind die Straßen in den Städten immer alle so lang, dass die Hausnummern also hoch sind. Also ja, in Hamburg gibt es natürlich auch lange Straßen und durchaus gibt es dann auch mal eine Hausnummer 404. Aber irgendwie scheint mir das in den USA weiter verbreitet zu sein, dass die Straßen einfach, die sind alle so schachbrettartig so angeordnet und relativ städteplanerisch sehr gerade und linear und dadurch entstehen so ganz lange Straßen. In Deutschland habe ich das Gefühl, die Städte sind doch alle eher organisch gewachsen und über die Jahre gewachsen, sodass man dann insgesamt eher kürzere Straßen hat. Und genau, ich mag halt die Frage, was leite ich mir denn selbst daraus ab? Also inwiefern inspiriert mich dieser Aberglauben gerade? Ne? Also Hausnummer 404 kann man ja gar nicht finden, denke ich dann als erstes und bin kurz amüsiert. Oder wenn ich auf einem Nummernschild im Auto vor mir die 42 sehe, dann denke ich, Mensch, endlich habe ich den Sinn des Lebens gefunden, ich folge diesem Auto jetzt oder so. Das kann man ja entweder natürlich das dem Aberglauben tatsächlich vertrauen, dann ist man auf dem Holzweg. oder man guckt mal, was man eigentlich aus der eigenen Reaktion über diesen Aberglauben über sich selbst lernen kann. Also Aberglauben als Mittel zur Introspektive, zur Selbstbeobachtung und die eigene Reaktion quasi analysieren. Also jetzt nicht Psychoanalyse, sondern einfach nur mal kurz reflektieren, was mache ich denn jetzt eigentlich gerade daraus und was kann ich aus dieser Reaktion über mich selbst lernen. Und schon hat Aberglauben für mich einen absolut praktischen Nutzen. Auch wenn er natürlich, wenn es da keinen richtigen Zusammenhang ist. Ja, aus einem Kaffeesatz würde ich niemals irgendwelche Aktionen für mich selbst ableiten. Aber wenn ich zum Beispiel in meinen Kaffeebecher gucke und einen Wald erkenne und mich dann darüber freue, weil ich es so deute, dass der Kaffeesatz mir sagt, geh in den Wald, mach einen Spaziergang oder der Wald erinnert mich, vielleicht ist der Wald auf einer Hügelkette und er sagt, mach eine Reise und mach eine Wanderung durch den Harz oder in den Yosemite Nationalpark oder, ne, und ich interpretiere das und ich freue mich dann so, dann ist die
die Deutung natürlich Quatsch. Also mein Kaffeesatz will mir nichts sagen und ich kann daraus nichts Sinnvolles ableiten. Aber ich kann ja die Reaktion, meine Reaktion darauf, die kann ich ja, die ist ja echt. So. Und wenn ich mich freue, so einen Hinweis zu bekommen, dann ist die Freude über die Idee, eine Wanderung zu machen, ja echt. Und die kann ich dann nutzen, die Freude, um zum Beispiel einen Ausflug zu planen. Wenn ich allerdings eher genervt bin oder traurig bin, dann kann ich auch diese Traurigkeit interpretieren und als Introspektion nutzen, was ich dann damit mache. Insofern ist Aberglauben als Funke, der vielleicht etwas erhält, am Ende ja vielleicht doch zu irgendwas gut. Ich habe auch mal den Wikipedia-Artikel zum Thema Aberglaube aufgemacht und ich glaube, ich lese einfach mal kurz daraus vor. Das darf man ja. Es folgt also ein Text unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike und Attribution, also ich muss sagen, das ist jetzt hier auf der Seite wikipedia.org/wiki/aberglaube ist. Und das, die Lizenz zu diesem Podcast ist dann eben auch Creative Commons Attribution Share Alike. Ja. Genau, und dann lese ich mal vor. Aberglaube. Seltener Aberglauben bezeichnet einen als irrig angesehenen Glauben an die Wirksamkeit übernatürlicher Kräfte in bestimmten Menschen und Dingen, zum Beispiel Hexerei oder Talismane. Unter anderem eine Vorstellung vom Wirken anthropomorph gedachter dämonischer Kräfte. Anthropomorph gedachter dämonischer Kräfte, also der Teufel zum Beispiel. Aberglauben findet sich im Leben und Handeln von Menschen in allen Kulturen und Zeiten. Es gibt solche Vorstellungen sowohl in kulturell allgemein anerkannten kollektiven Denkmustern und Riten, zum Beispiel im Glauben an Glück oder Unglück bringende Symbole, Glückssymbole, und in Spruchformeln, zum Beispiel toi, 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 als auch individuell. Spruchformel toi, 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 da wollte ich eh schon mal rein. Ich habe nicht mal gehört, es kommt von Teufel, Teufel, Teufel und sei also äußerst christlich das zu machen. Der Ausspruch toi, toi, toi entstand vielleicht als lautmalerischer Ersatz für das Ausspucken, das seit dem 18. Jahrhundert zunehmend als unanständig empfunden wurde. Der Ausdruck teilte dann dem Ursprung eines als tfu, tfu, tfu belegten jüdischen Ausdrucks, der in ähnlicher Bedeutung beispielsweise im Geschäftsleben verwendet wurde. Als möglicher Ursprung des Ausdrucks kommt daneben auch eine dreimalige verkürzte Nennung des Teufels in Betracht. Man weiß also nicht, wo es eigentlich herkommt, aber es ist natürlich durchaus denkbar. Toi, toi, toi. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was Tfu heißt auf Jiddisch. Beziehungsweise das jiddische Wort Tfu. Tfu, Deutsch. Gucken, gibt es da eine Übersetzung? Tfu ist auch ein polnisches Wort. Und das heißt Pfui. Aha. Na gut. Jetzt schweife ich aber ordentlich ab hier. Witzige Randbemerkung noch. Episode 404. Also wenn man eine URL einschlafenpodcast.de/ und dann irgendwas, was es gar nicht gibt, eingibt, dann ist das ja eine 404 und der Server sagt dann, diese Ressource gibt es gar nicht. Also wenn man jetzt schon die Episode 500 abrufen will zum Beispiel, dann gibt es die nicht und dann gibt es den Fehler 404 vom Server und als Antwort kommt dann tatsächlich die Episode 404. Habe ich mal aus Spaß eingebaut. Wie auch immer. Thema Aberglauben. Ich hatte den Artikel übrigens aufgemacht, weil ich wissen wollte, wie eigentlich Aberglauben und Glauben im Kontext hier gesehen wird. Deswegen lese ich mal weiter vor. Die Bezeichnung Aberglaube, lateinisch Superstitio, wird negativ wertend auf Glaubensformen und religiöse Praktiken, Kulte angewandt, die nicht dem als richtig und allgemeingültig empfundenen System kultureller Überzeugung und Lehrmeinung der herrschenden Religion oder Weltanschauung ansprechen. Insofern kann er auch zur Beschreibung übertriebener Religiosität
verwandt werden. Superstitio, Überglaube, wörtlich übersetzt. In abrahamitisch-religiös geprägten Kreisen wird die Bezeichnung unter Gleichgesinnten zum Hinweis auf mangelnde theologische Bildung, aber auch zur Herabwürdigung volkstümlicher und okkulter Glaubensrichtungen verwendet. Aberglaube wurde zum Kampfbegriff nach der Aufklärung gegen Aufklärung im 18. und 19. Jahrhundert innerhalb der christlichen Konfessionen, vergleiche Kulturkampf, aber auch zum Werturteil für neu aufkommende spiritistische oder medizinische Methoden und Theorien wie den animalischen Magnetismus oder die Hypnose. Da sich der Begriff von der jeweils herrschenden Welt- und Glaubenssicht her definiert, wird der Inhalt von dem jeweiligen wissenschaftlichen und religiösen Standpunkt des Darstellers bestimmt. Aus atheistischer Sicht ist jede Religion Aberglaube. Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch wurde der Begriff weitgehend durch die über die kirchliche Begrifflichkeit hinausgehende Bezeichnung Volksglaube abgelöst. Medizinischer Aberglaube findet sich unter anderem in der Volksmedizin. Das seit dem 16. Jahrhundert gebräuchliche Wort Aberglaube diente dem Klerus zunehmend als Kampfbegriff gegen Häresie und Ketzertum. Ja. Finde ich interessant. Also, ja, als Atheist. Also ich bin ja, bin ich Atheist? Nein, ich bin ja Agnostiker. Kann aber durchaus auch was mit Atheismus anfangen. Ist natürlich jede Form von Glauben, Aberglauben. Weil die Überzeugung, dass übernatürliche Kräfte einen Einfluss auf uns haben, natürlich in allen Religionen vorherrscht. So, also das ist ja eine Definition von Religion, ist ja, wir glauben an etwas, das nicht wissenschaftlich nachweisbar ist. Alles andere, was halt wissenschaftlich nachweisbar ist, ist halt kein Glauben, sondern Wissen. Trotzdem gibt es ja relativ gebräuchlich, also der Begriff Aberglauben, interessant zu sehen, dass es den halt seit dem 16. Jahrhundert gibt und dass es auch als Kampfbegriff der christlichen abrahamitischen Religion irgendwie verwendet worden ist, um eben Andersgläubige zu bekämpfen. Und ich glaube auch heute ist es noch so, dass der Begriff Aberglaube eher abwertend ist. Also Glaube ist durchaus strittig. Es gibt viele Menschen, die finden Glauben gut und hilfreich und richtig. Es gibt Leute, die halten ihren Glauben für korrekt und echt. Also woran sie glauben, das ist dann echt und wahr und richtig. Und es gibt natürlich andere Leute, auch religiöse Menschen, gläubige Menschen, denen ist bewusst, dass das, woran sie glauben, nicht real oder echt ist, und sie glauben aber trotzdem, eben in dem Wissen, es kann ja gar nicht belegt oder widerlegt werden, und es hat vielleicht keinen realen Einfluss, aber es hilft ihnen, besser mit der Welt klarzukommen. Also Religion, Religiosität und Glauben ist ja ein Weg, um besser klarzukommen, und in diesem Zusammenhang finde ich Glauben auch total gut. Glauben und Religion wird halt dann ein Problem, wenn man aggressiv gegen Andersgläubige vorgeht oder überhaupt aggressiv versucht, diesen Glauben als die Wahrheit auch anderen Leuten vorzumachen und aufgrund dieser Überzeugung bestimmte Sachen versucht zu entscheiden oder durchzusetzen. Wenn sich Gleichgläubige zusammenfinden und gemeinsam Trost darin finden und das irgendwie feiern wollen, ist doch alles Suche, sobald man dann versucht, aufgrund dieses Glaubens andere Leute zu bekämpfen oder davon aggressiv zu überzeugen, dass das jetzt der richtige Glauben ist, wird es halt zu einem Problem. Ja. Und jetzt frage ich mich, benutze ich den Begriff Aberglauben eigentlich despektierlich? Manchmal bestimmt.
Es gibt aber viele Situationen, in denen ich meinen eigenen Aberglauben mit einem Augenzwinkern durchaus genieße. Zum Beispiel gibt es, naja, ich bin ja Fußballfan, so, und ich bin Fan vom FC St. Pauli und auch Mitglied im Verein und da durchaus einen Supporter. Und im Fußball gibt es natürlich ganz viel Aberglauben. Also ich habe zum Beispiel in der Hinrunde sehr viele Fußballspiele vom FC St. Pauli auf einem Bezahlsender geguckt. Gibt es ja nur einen in Deutschland, wo man das kann. Ich sage aber den Namen nicht, weil ich keine Werbung für die machen will, weil ich das furchtbar finde, dass es ein Bezahlsender gibt, wo man Geld bezahlt, um dann trotzdem nur Werbung zu sehen. Das heißt nur Werbung, natürlich sieht man auch das Fußballspiel, aber diese ganzen Werbeeinblendungen, dass ständig das Bild kleiner wird und man so Hockeystick-Werbung sieht oder auch Werbung in Überblendung stattfindet, also auf dem Spielfeld, wo man dann womöglich den Ball nicht sieht, weil da gerade Werbung für eine kommende Sendung gemacht wird oder so. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Ein furchtbares Produkt. Und in der Hinrunde hat St. Pauli sehr viele Spiele verloren. Und irgendwann habe ich dann mein Abo gekündigt. Ich hatte das nur, also so monatsweise kündbar. Zum Glück. Und bin dann raus und ab dem Zeitpunkt, wo ich das gekündigt habe und dann nur noch das AFM-Radio, das Fanradio, die Audiodeskription von Wolf und seinen Mitstreitern gehört habe, ab dem Zeitpunkt ging es aufwärts und St. Pauli hat Spiele gewonnen. Und da war ich natürlich traurig, dass ich diese Siege nicht gesehen habe, aber gleichzeitig auch davon überzeugt, dass es einen Zusammenhang geben muss zwischen meinem nicht mehr live gucken, sondern nur noch live hören und dem Aufwärtstrend. Und da habe ich das irgendwie nach 3 Spielen habe ich das dann auch mal gesagt in dem Fankreis und gleich hieß es, der Tobi darf nie wieder über diesen Bezahlsender gucken. Es gab dann noch ein Spiel, da habe ich mir dann nochmal irgendwie Sky besorgt und das Spiel gegen Bochum dann geguckt und schwupps haben wir es gleich wieder verloren. Und das war dann der Beweis, okay, dieser Aberglauben stimmt. Und wenn ich das Spiel schaue, dann verliert St. Pauli und wenn ich das Spiel nur höre, dann können wir gewinnen. Und das ist natürlich Aberglauben. Also es kann keinen direkten Einfluss darauf haben, aber es hat Spaß gemacht, diesen Aberglauben irgendwie zu vertreten, weil natürlich allen Leuten klar war, dass das Quatsch ist. Es hat mir aber quasi einen Weg gegeben, nicht doch jetzt wieder irgendwie mir ein Abo von diesem Bezahlsender zu holen, nur um die schönen Spiele zu sehen. Ich habe übrigens ein Abo von FC St. Pauli TV. Da kann man halt nach dem Spiel das Spiel in ganzer Länge nochmal angucken, wenn man möchte. Oder eine Zusammenfassung und noch ganz viele andere Sachen gucken. So, man kann aber natürlich nicht live zu gucken. So, und wenn ich ein Fußballspiel in ganzer Länge gucke, dann möchte ich das schon live haben. Also einen Tag später oder auch nur eine Stunde später das Spiel nochmal in ganzer Länge gucken. Das ist mir meistens zu anstrengend. Dann gucke ich eben doch nur die Zusammenfassung. Naja, das nur am Rande. Aber also die Introspektion, die sich aus diesem Aberglauben für mich ergeben hat, ist, ja, ich muss gar nicht die 30 Euro im Monat für diesen Bezahlsender ausgeben. Es gibt natürlich immer wieder Angebote. Also bei dem Dauerabo, wo man dann für 2 Jahre gebunden ist, das funktioniert ja so bei diesem Bezahlsender, dass man ständig kündigen muss, nur um dann wieder die Vergünstigung zu bekommen und dann ein Jahr wieder günstiger schauen zu dürfen. Das gibt es jetzt auch bei den monatlich kündbaren. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte, ja, nee, dann ist es ja nicht mehr monatlich kündbar. Ich möchte jetzt irgendwie doch ein Abo für 6 oder 12 Monate machen, dann kriegt man es auch nochmal für 20 Euro im Monat. Und natürlich zucke ich dann immer auf, ich möchte es ja eigentlich live sehen, weil irgendwie live gucken ermöglicht einem dann halt auf Twitter irgendwie sich dann doch mit anderen Leuten zusammenzuschalten und live Fußball gucken und dann über Twitter kommentieren, hat für mich durchaus ein. Es ist kein Ersatz für live im Stadion sein, aber es hat noch eine Ähnlichkeit dazu, weil man eben gemeinsam leidet und sich freut und das ist ganz cool.
Ja, möchte ich, aber muss ich einfach nicht. Und also diese 20, 30 Euro im Monat, die spare ich mir jetzt halt sehr, sehr gerne. Und die Introspektion aufgrund des Aberglaubens, dass St. Pauli dadurch gewinnt und meine Freude darüber, nicht nur, dass St. Pauli gewinnt, sondern dass ich mir auch das Abo sparen kann, die hat mir gezeigt, so ja, mach's einfach nicht wieder. Das hat mir, also die Beschäftigung damit hat mir gezeigt, nee, ich muss das nicht kaufen. Also die Freude darüber, diesem Aberglauben frönen zu können, der Glaube daran, dass die Chance größer ist, dass St. Pauli gewinnt ist. Und das natürlich hat es seitdem durchaus auch schon Spiele gegeben, die St. Pauli verloren hat, obwohl ich nicht geguckt habe. Und es gab auch einen Sieg, den ich dann doch nochmal live verfolgt habe. Also wo ich dann auch geguckt habe. Allerdings habe ich da kein Abo abgeschlossen, sondern nur für einen Tag den Zugang gehabt. Ja, also mir ist bewusst, dass es ein Aberglaube ist. Mir ist bewusst, dass St. Pauli nicht immer gewinnt, wenn ich nicht gucke. Aber die Beschäftigung mit diesem Aberglauben hat mir geholfen, mich zu entscheiden, eben kein erneutes Abo abzuschließen. Und das ist doch gut. Ja. Ach ja, St. Pauli hat gestern schon wieder gewonnen. 3-1 in Aue. Ich habe nicht geguckt, sonst hätten sie ja nicht gewonnen. Scherz beiseite. Aber das AFM-Radio war auch gar nicht vor Ort. Also Wolf und wer war gestern dabei? Live vielleicht? Nee, jemand anders. Die haben auch nur Sky geguckt. Oh, jetzt habe ich doch den Namen von diesem Bezahlsender gesagt. Entschuldigung. Die haben also eben auch nur Fernsehen geguckt und das Spiel quasi per Livestream verfolgt und haben dann die Audiodeskription über die Fernsehbilder gemacht. Und das fand ich total lustig. Also das haben sie schon mal gemacht, das ist nicht das erste Mal. Aus Corona-Gründen konnten die halt auch nicht irgendwie mit hinfahren und haben dann quasi vom heimischen Sofa aus das Spiel kommentiert und haben aber eben auch dann die Werbung kommentiert und das Drumherum kommentiert und den Vorspann kommentiert und das ist dann schon wieder eine Komik. Das hat Spaß gemacht. Ja. Sehr, sehr schön. Und das Spiel war auch schön. Ich habe dann hinterher die Zusammenfassung geguckt. Die ersten Zweitligatore von Luca Zander, unser Rechtsverteidiger, der aufgrund des Ausfalls von Sebastian Olsen, der eigentlich jetzt ja, gesetzter Rechtsverteidiger ist, ist Luca Zander wieder reingerutscht. Und der hat halt noch nie Tore gemacht. Ist auch noch jung. Wie alt ist der? 22 vielleicht oder so? Ich weiß es gar nicht. Luca Zander, Google, ist ein Fußballspieler, geboren. Oh, er ist schon 25. In Weihe. Das ist ja hier um die Ecke. Oder? Wo ist nochmal Weihe? Das ist doch Hemelingen. Ah, interessant. Kurz hinter Bremen, genau. Genau. So, der hat halt jetzt zum ersten Mal Tore geschossen. Ich meine, es ist nicht unbedingt Job für einen Rechtsverteidiger, Tore zu schießen. Trotzdem gibt es natürlich. Also eigentlich sind Rechtsverteidiger halt defensiv, sind hinten und verteidigen. Gute Außenverteidiger, Rechts- oder Linksverteidiger sind natürlich auch noch dazu da, irgendwie schnelle Flankenläufe zu machen. Also an der Seite nach vorne zu rennen und dann eine Flanke reinzuschlagen. Das macht Luca, glaube ich, auch ganz gut. So, aber dann auch das Tor mal zu machen, den Weg nach innen zu suchen. Ja, das waren jetzt, glaube ich, beides Freistöße. Ja, genau. Ersten Freistoß von Salazar und Luca war auf der linken Seite, hat sich quasi hinter allen anderen Spielern durchgeschummelt und dann nach einem Aufsetzer per Kopf sein erstes Tor und dann der zweite Freistoß war dann gespiegelt in der zweiten Hälfte von Paccarada von der linken Seite und Luca dann auf rechts hinter allen anderen Spielern durch und dann ist Tor geschoben. Sehr, sehr schön. Ja. Genau. Und noch ein Tor von Salazar. Ach, das macht einfach im Moment wirklich Spaß, den Jungs beim Fußballspielen zuzugucken.
Und es ist so erholsam und entspannt, dass wir jetzt einfach da im Mittelfeld sind. Wir haben 41 Punkte. Rein rechnerisch ist das noch nicht der Klassenerhalt, aber es ist halt äußerst wahrscheinlich, dass wir mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun bekommen. Das müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass man da jetzt noch absteigt. Also rechnerisch ist es noch möglich. Ich habe natürlich den Tabellenrechner schon durchgeklickert. Es gab mal eine Webseite ligagott.de, die gibt es glaube ich nicht mehr. Da wurden die Wahrscheinlichkeiten, diese Domain wurde im Kundenauftrag registriert. Gibt es also nicht mehr. Die haben nach jedem Spieltag die Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet, mit denen eine Mannschaft noch aufsteigen oder absteigen kann. Und da sah man dann ja, ob es überhaupt noch rechnerisch möglich ist. So. Das war dann auch immer ganz gut. Ja, rein rechnerisch ist auch ein Aufstieg noch möglich. Da wird natürlich auch jetzt schon drüber gesprochen. St. Pauli ist Rückrundentabellenführer. Hat also jetzt seit dem 18. Spieltag die meisten Punkte gesammelt. Das ist schön. Das macht Spaß und das ist vielversprechend, aber es ist nicht, sagt nicht, dass das jetzt bis zum Ende der Saison so weitergeht und dass die anderen, die da noch über uns stehen, jetzt alle irgendwie Probleme bekommen. Also ja, es sind nur noch 9 Punkte bis zum Relegationsplatz oder auch dem 2. Platz, wo ja gerade Kiel und der HSV punktgleich stehen. Aber es sind halt ja bei Weitem nicht mehr genügend Spiele, um jetzt irgendwie so 9 Punkte Rückstand auch wenn wir im Moment einen guten Lauf haben. Also es ist halt äußerst extrem unwahrscheinlich und es bringt überhaupt nichts, da jetzt drüber zu philosophieren, ob das jetzt noch passiert. Glaube ich nicht dran. Das wäre Aberglauben da jetzt irgendwie. Nee, wäre das Aberglauben? Nee, das ist nicht Aberglauben. Also wenn ich behaupten würde, aufgrund einer bestimmten Sache müsste es jetzt so kommen, das wäre Aberglauben. Also zum Beispiel dadurch, dass ich nicht mehr Fußball gucke. Ja. Wie auch immer. Jetzt habe ich über Aberglauben. Kaffeesatzfotografie. Ich habe übrigens auf Twitter die in meine Biografie geschrieben, Kaffeesatzfotograf. Auf Twitter muss man ja, also kann man ja irgendwie angeben, wenn man dann auf Twitter ist, irgendwelche Sachen über sich selber. Und ja, ich habe dann einfach mal gesagt, dass ich Kaffeesatzfotograf bin, weil irgendwas muss da ja stehen. Man kann natürlich auch einfach nichts hinschreiben. Da kann man natürlich auch sinnvolle Dinge hinschreiben, wie ich bin Podcaster aus Norddeutschland, bla bla bla. Aber ich weiß nicht, jeder, der mir auf Twitter folgt, der weiß das wahrscheinlich schon. Und Leute, die mich auf Twitter entdecken und die mich noch nicht kennen, die können auch einfach mal sehen, dass ich Kaffeesatzfotograf bin. Von mir aus. Gut. Ich glaube, dabei können wir es belassen. Kommen wir mal zum Herrn Rilke. Da sind wir in der zweiten Duineser Elegie. Nee, in der ersten habe ich einen Break gemacht. Weiter geht's bei Position 1489. Freilich ist es seltsam, die Erde nicht mehr zu bewohnen, kaum erlernte Gebräuche nicht mehr zu üben, Rosen und anderen eigens versprechenden Dingen nicht die Bedeutung menschlicher Zukunft zu geben, das, was man war in unendlich ängstlichen Händen, nicht mehr zu sein und selbst den eigenen Namen wegzulassen, wie ein zerbrochenes Spielzeug. Seltsam, die Wünsche nicht weiter zu wünschen. Seltsam, alles, was sich bezog, so lose im Raume flattern zu sehen. Und das Todsein ist mühsam und voller Nachholen, dass man allmählich ein wenig Ewigkeit spürt. Aber lebendiger machen alle den Fehler, dass sie zu stark unterscheiden. Engel, sagt man, wüssten oft nicht, ob sie unter Lebenden gehen oder Toten. Die ewige Strömung reißt durch beide Bereiche alle Alter immer mit sich und übertönt sie in beiden. Schließlich brauchen sie uns nicht mehr, die frühe Entrückten,
Man entwöhnt sich des Irdischen sanft, wie man den Brüsten milde der Mutter entwächst. Aber wir, die so große Geheimnisse brauchen, denen aus Trauer so oft seliger Fortschritt entspringt, könnten wir sein ohne sie? Ist die Sage umsonst, dass einst in der Klage um Linos wagende erste Musik dürre Erstarrung durchdrang, dass erst im erschrockenen Raum, dem ein beinahe göttlicher Jüngling plötzlich für immer enttrat, die Leere in jene Schwingung geriet, die uns jetzt hinreißt und tröstet und hilft. Ja. Kommen wir zu Herrn Kant. In der Kritik der reinen Vernunft sind wir an der transzendentalen Dialektik am Ende von der Endabsicht der natürlichen Dialektik. Augen zu und zugehört. So fängt denn alle menschliche Erkenntnis mit Anschauungen an, geht von da zu Begriffen und endigt mit Ideen, ob sie zwar in Ansehung aller dreien Elemente Erkenntnisquellen a priori hat, die beim ersten Anblick die Grenzen aller Erfahrung zu verschmähen scheinen, so überzeugt doch eine vollendete Kritik, dass alle Vernunft im spekulativen Gebrauche mit diesen Elementen niemals über das Feld möglicher Erfahrung hinauskommen könnte und dass die eigentliche Bestimmung dieses obersten Erkenntnisvermögens sei, die sich alle Methoden und der Grundsätze derselben nur zu bedienen, um der Natur nach allen möglichen Prinzipien der Einheit, worunter die der Zwecke die vornehmste ist, bis in ihr Innerstes nachzugehen, niemals aber ihre Grenze zu überfliegen, außerhalb welcher für uns nichts als leerer Raum ist. Zwar hat uns die kritische Untersuchung aller Sätze, welche unsere Erkenntnis über die wirkliche Erfahrung hinaus erweitern können, in der transzendentalen Analytik hinreichend überzeugt, dass sie niemals zu etwas mehr als einer möglichen Erfahrung leiten können und, wenn man nicht selbst gegen die kläresten abstrakten und allgemeinen Lehrsätze misstrauisch wäre, wenn nicht reizende und scheinbare Aussichten uns locketen, den Zwang der Ersteren abzuwerfen, so hätten wir allerdings der mühsamen Abhörung aller dialektischen Zeugen, die eine transzendente Vernunft zum Behuf ihrer Anmaßungen auftreten lässt, überhoben sein können. Denn wir wussten es schon zum Voraus mit völliger Gewissheit, dass alles Vorgeben derselben zwar nicht ehrlich gemeint, aber schlechterdings nichtig sein müsse, weil es eine Kundschaft betraf, die kein Mensch jemals bekommen kann. Allein, weil doch des Redens kein Ende wird, wenn man nicht hinter die wahre Ursache des Scheins kommt, wodurch selbst der Vernünftigste hintergangen werden kann und die Auflösung aller unserer transzendenten Erkenntnis in ihre Elemente als ein Studium unserer inneren Natur an sich selbst keinen geringen Wert hat, dem Philosophen aber sogar Pflicht ist, so war es nicht allein nötig, diese ganze, ob zwar eitle Bearbeitung der spekulativen Vernunft bis zu ihrem ersten Quellen ausführlich nachzusuchen, sondern da der dialektische Schein hier nicht allein dem Urteile nach täuschend, sondern auch dem Interesse nach, das man hier am Urteile nimmt, anlockend und jederzeit natürlich ist, so und so in alle Zukunft bleiben wird, so war es ratsam, gleichsam die Akten dieses Prozesses ausführlich abzufassen und sie im Archive der menschlichen Vernunft zur Verhütung künftiger Irrungen ähnlicher Art niederzulegen. Oh, das war's. Jetzt kommt hier noch Abschnitt 2, transzendentale Methodenlehre. Mal gucken. Da haben wir es bald mit dem Herrn Kant. Gut, ich wünsche euch eine schöne Zeit, schöne 2 Wochen bis zur nächsten Episode. Vielleicht habt ihr ja mit dieser Episode einen neuen Zugang gefunden zum Thema Aberglauben in euch selbst, in anderen. Würde mich freuen. Bitte folgt mir auf Instagram und kommentiert meine Kaffeesatzbilder mit dem, was ihr dort seht. Das würde mich auch sehr freuen.
wenn wir da gemeinsam schmunzelnd mit zwinkernden Augen interpretieren, was wir sehen und vielleicht ja auch, was wir draus machen. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.